eine Welle, so Vidal jetzt in Bayern, vorgestern Chicharito kommt Ja. aus Leverkusen, Juan, Lucas Barrios, so es gibt eine riesige Konstellation Ja. von Weltspielern. Was ist passiert oder wann genau hat Deutschland Lateinamerika entdeckt? So, Ja, es gibt, also das ist ja eine, da können Sie einen eigenen Bericht drüber machen, wie diese Historie entstanden ist. Aber wenn Sie überlegen, in meiner Zeit, sprich in den 70ern, da war das eine Weltreise, nach Südamerika zu kommen. Ja, so, egal wo Sie hin wollten, ob Sie nach Rio wollten, São Paulo, Chile oder wo Buenos auch immer, Aires. Buenos Aires, das war eine Weltreise, da waren Sie 24, 28 Stunden unterwegs. So, heute sind Sie in 12 Stunden da, sagen guten Tag, gucken sich drei, vier Spiele an einem Tag an und fahren zurück. So, das war früher ungewöhnlich. So, So, es ist ein. und es waren früher auch, wenn Sie heute von Scouting-Systemen reden, was jeder Verein praktiziert, gab es nicht. Es gab damals Menschen, die der Trainer kannte, die irgendeiner aus dem Spielerbereich kannte oder die Vereinsoberhaupt kannte. Und die haben dann irgendwann erwähnt, da gibt es einen. So, dann hat man sich erst darum gekümmert, ob das dann machbar war. Das hat damals, das waren Welten, um einen Spieler aus Südamerika nach Europa zu transportieren oder transferieren. Klar. Heute ist alles ratzfatz. Ja, also das kann man sagen, es ist ein Resultat der Globalisierung und die neue Das ist Medien. genau das, ja. Globalisierung und Verbesserung der Vereinsstrukturen. Wenn Sie heute sehen, ich glaube, wir haben 18 Bundesligisten, davon haben Sie 18 Scouting-Systeme. Das Ganze können Sie auf Europa hochziehen und darüber hinaus global verbinden. Jeder Verein in Brasilien, Argentinien, Venezuela, die haben in ihren kleinen Orten eben auch Scouts. So, und das gab es früher nicht. Da wusste auch keiner, wie Scout geschrieben wurde. So, und die Dinge, die haben sich eben so extrem verändert, dass die Welt des Fußballs, nicht nur die gesamte Welt, sondern die Welt des Fußballs, im Bereich des Zeitaufwandes geschlossen hat. So, vielen, vielen Dank, Herr Bund.